So, zurück in Crisis 3 mit unserem guten alten Prophet. Und wir sind ja in der folgenden Folge geflüchtet. Wurden ja befreit aus irgendeinem Kanister. Und jetzt sind wir hier gelandet. Und hier gibt es ein Upgrade für meine Rüstung. Mal gucken. Hart drücken. So, was kann ich noch machen? Mal gucken. Was haben wir denn hier? Was ist das hier? Schneller das Nachladen, schneller das Zielen, bla 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 bla. Ist hier noch hier? Ja, ich muss hier irgendwo. Was ist das? Null Freischalten, ja, und wie viele Punkte habe ich? Hallo? Null Freischalten, okay. Diese Modul. Macht das? Dann könnt ihr ja gerne was anderes haben wollen. Wie viele Punkte habe ich denn überhaupt? Ist egal, wie viele Punkte ich habe. Ja. Schön. Wird das automatisch installiert? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Hier können sie nur hoffen, dass das Ruhe, Gewalt, 35 Stärke, Power Kick, bla 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 bla. Was ist das hier? 50 schnell 3 oder was? Ich fange an. Physisch schnell haben wir einen Kanten. Ah, okay. Ach so, jetzt habe ich das verstanden. So, ausgerüstet. Ausgerüstet. Was ist das? 20 schnell Gesundheitsregeneration. Hat sich ja auch nicht ordentlich schlechter. Okay, so, was haben wir hier? Leichte Bansung. So, schließlich. Aha. Ich hoffe, das ist es wert. Ich hoffe auch. Der Liberty Dome. Eine riesige, verschwitzte Achselhöhle. Das merkst du in diesem Anzug zwar nicht, aber hier drin ist es wärmer als in einer Sauna. Hm. Hat sich viel geändert. So hat alles angefangen. Die Leute haben von Cell billige Energie gekriegt. Cell hat die Energie umsonst bereitgestellt. Da konnte niemand mithalten. Wenig später hatten sie ein Monopol. Dann haben sie die Preise erhöht. Und als die Leute dann hoch verschuldet waren, hat Cell sie in die Freiwilligenlager getrieben. Diese Sklaventreiber. Vorsicht! Minenfeld! Cell benutzt intelligente Munition. Die explodiert nur bei Feinden. Wie uns. Greif mit deinem Anzug auf die Minen zu. Schalt sie ab. Und so, muss man hacken, oder? Nanovision aktiviert. Okay. So kann man es auch machen. Das müsste reichen. Komm schon. IMS-Detonation um Sektor 1 Delta. Was ist los? Nichts. Nur eine Überspannung. Geht schon wieder. Brauchst du Hilfe? Einfach. So geht das. Arschloch. Was ist er denn? Oder? Aufpassen!
Bist du okay? Hier ist nichts. Da! Todesmal. Wenn's dich sieht, bist du erledigt. Zurück! Komm zurück! Okay. Was sie auch gefunden haben. Es ist tot. Wo ist die Station 34. Straße? Ein paar Klicks. Aber wir müssen erst die Todeszone umgehen. Nein, Cell kommt näher. Keine Zeit zum Umgehen. Todesradius und Kadenz sind in einem vertretbaren Bereich. Wir können einfach durchgehen. Hört ihr das, ihr Schweine? Ja, ich mach euch alle fertig! Kommt schon, traut euch, kommt her! Bist du verrückt? Die Geschütze machen dich fertig! Ah, verstehst du's langsam? Die haben meinen Nanosuit, Prophet. Ich bin ein Mensch! Ein Mensch? Weißt du, was ich geopfert habe, um die Seth zu stoppen? Wie krieg ich das je zurück? Scheiße. Wie sieht dein Plan aus? Unterstützung. Ziel erfassen und zerstören. Aufklärung. Du machst den lustigen Teil. Das ist nicht der Psycho, den ich kannte. Die Dinge ändern sich. Ich gebe die Position durch, sobald ich sie sehe. Wie die hier in Sektor 1 Delta 0. Das sind potenzielle Lager. Unser Primärziel ist Turm 3 Delta 3. Sobald du die Hardware hast, stellen wir den Bastard kalt. Sektor 1 Delta 3. Sieht gut aus. Da, Sektor 1 Delta 0. Sektor 1 Delta 2. Ich hab hier was. Ihr sollt euch von dem Turm fernhalten. Ich dachte, das wäre klar. Hier ist nichts. Der hat die Post ab, muss ich sagen, ja. Der Thomas ist auch böse. So, checken wir uns mal hier. Position.
starker Gegner. Okay, wir müssen da lang. Waffe. Vergiss es, die nützt uns nichts. Müssen wir erst mal gucken, wie wir da reinkommen. Wie war das die? Das war wohl nichts, das war ein Schuss in den Ofen. Enter zum. So, jetzt habe ich das bestimmt. Aber wie komme ich denn jetzt eigentlich an die Waffe ran? Das war's nicht. Ich komme jetzt an die dritte Waffe wieder ran. Ist die denn aufgehoben? Ich denke schon.
Junge, Ecke war auch nicht mehr. Komm dem Turm nicht zu nahe! Denn nicht die Scheißmine. Nochmal einfach mal. Ach, F muss ich drauf. Magazin geladen. Waffensystem online. Scheiße. Wie machst du das? Fällt zwar nicht, wie du das gemacht hast, aber es ist einfach toll. Okay, du hast Cells Aufmerksamkeit. Wir sollten schleunigst verschwinden. Ich glaube, der Turm wird uns erstmal nicht mehr nerven. Höhenverteidigungsturm 3 Delta 3 deaktiviert. Alle eingreifen. Gib mir ein Update zu deiner Position. Ich komme zu dir. Roger. Und dann geht's auch weiter. Hier oben ist ja immer noch ein Gegner da hinten. Nanovision aktiviert. Ja, verdammt. Ich glaube, den brauche ich nicht mehr. Sektoren sicher, vorrücken und schießen. Ganzlinger 2-1, hier Actual. Nach dem Funkverkehr zu urteilen, ist der Feind noch in der Gegend. Over. Verstanden. Ihr Gebiet over. Charlie Team, ihr geht voraus. Roger. Waren das die Rebellen? Nein. Sie versuchen seit Wochen, den Turm zu knacken. Das war was Größeres. Vorrücken und markieren. Roger. Diese elektrischen Pfeilspitzen sind ziemlich effektiv. Probier sie mal in dem See dort aus. X, oder? Elektrische Pfeilspitzen machen wir. Sicherheitsabriegelung aktiv. Ja, es ist zu spät. Okay. Immer wieder normaler, oder? Hinten bleibt noch einer.
aufpassen, Prophet. Cell-Verstärkung nähert sich. Jetzt geht man richtig ab hier. Hoffe ich mal. Genau, ich stecke nicht, das ist nicht so richtig. Was ist er denn, der letzte? Schon um Eck helfen, was ich hab. Was ist denn? Overwatch! Prophet ist hier! Alle sind tot! Ich brauche Unterstützung! Ja, ich würde sagen, du bist am Arsch. So. Die Map ist schon geil, also oder besser die Grafik, hey, das ist Wahnsinn. Wo muss ich denn jetzt hin hier? Hä? Bin ich nicht veröffnet? Achtung! Server werden in deiner Nähe abgeklärt. Self-Waffen. Nö, ja, na. Kontrollpunkt. Schön war's. Ich muss sagen, die Grafik ist echt cool. So. Würde ich dann sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt noch einen Schluss. Ja? Und wenn ihr dann die nächsten Teile angucken wollt, ihr müsst ein Abo da lassen. Oder lasst ein Abo da, dann könnt ihr es auf jeden Fall nicht verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt. Crysis 3 mit Sylvester. Ciao, ciao.